Aufgepasst! Hier sehen wir ein possierliches Tierchen in seiner natürlichen Umgebung. Das sogenannte Pikachu hat ganz schön viel Energie und vergisst beim Spielen die Welt um sich herum. Pikachu! Ben, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Nein. Dann weißt du, was zu tun ist. Pika, Pikachu! Ich bin Ben. Meine Hobbys sind Volleyball, Fußball und natürlich Pokémon. Pokémon, auf Deutsch Taschenmonster, wurde 1996 in Japan erfunden. Eroberten durch Zeichentrickserien, Video- und Kartenspiele die Herzen von Millionen Kindern und Erwachsenen. Ihr größter Fan, Ben. Ich sammle seit 1,5 Jahren Pokémon-Karten. Mein Freund hat sie mir gezeigt und dann war ich voll im Sammelfieber. Hallo, ich zeige euch heute mein Zimmer. Kommt rein. Das sind meine Pokémon-Karten. Meine Lieblingskarte ist davon Butalanta VMAX Rainbow. Sie ist sehr viel wert. Im Karton sind nicht so viele wertvolle Karten drin. Ich tausche oft und das sind halt auch manche Karten, die ich getauscht habe. Ja, und wie viele Monster gibt es da jetzt? Das ist Zacian, Kaporigi V, Pikachu, Aquana, Megalamus. Ich kenne auch alle. Experte ist Ben vor allem auch am Tischkicker. Da habe ich schon sehr viele Siege eingefahren gegen meine Mama, meinen Papa, meine Schwester und meinen Opa. Und wahrscheinlich noch mehr gegen sich selbst. Kicker macht sehr viel Spaß, wenn man gewinnt. Besonders stolz ist der 12-Jährige auf diese Schularbeit. Das ist mein Erdkrötenreferat. Ich habe mir die Kröte herausgesucht, weil Frösche und Kröten sind meine Lieblingstiere. Das ist mein Schlafzimmer. Und hier dreht sich aber doch wieder alles nur um eins. Oder Ben? Nachts träume ich von Pokémon. Noch fehlen Ben ein paar Monster in seiner Sammlung. Vielleicht ist ja heute was Neues dabei. Cool, mega cool, mega Mama. Mama Monique ist Physiotherapeutin und sein Ass im Ärmel. Cool, Power Papa. Papa Ingo ist Erzieher und sticht alle aus. Super, Kia, die habe ich noch gebraucht. Auf seine kleine Schwester Kia passt Ben besonders auf. Monstermeister Ben hat ganz schön gute Karten. Das ist Familie Konrad. Nicht nur Taschenmonster stehen bei Ben hoch im Kurs, sondern auch seine Hasen Felix und Krümel. Ich habe die Hasen sehr, sehr lieb. Aber vor allem ist Ben eben im Pokémon-Fieber. Und jetzt Achtung, Ben erkennt alle Monster allein am Schattenumriss. Behauptet er zumindest. Mit Papa Ingo übt er fleißig. Rosalie. Super. Picuda. Perfekt. Plaudergei. Ich habe sehr gezweifelt an der Aufgabe, die sich da selber gestellt hat, aber hat mich relativ schnell vom Gegenteil überzeugt. Also ja. Unglaublich, ja. Hut ab. Also keine Ahnung, wie er es macht, aber er macht's gut. Doch ein Pokémon kennt er sicher noch nicht. Das kenne ich nicht. Na, überleg mal, vielleicht. Keine Ahnung. Es ist Flaumemon. Aber eins ist klar, die echten Pokémons, die kennt Ben alle. Wenn ich mit dir fertig bin, dann bist du nur noch ein Schatten deiner selbst. Wenn ihr noch mehr Lust habt auf Klein gegen Groß, dann klickt euch hier rein in die ARD-Mediathek in unser exklusives Klein gegen Groß-Spezial.